Aprion von Ascalan und seine Gefährten sind immer noch unterwegs auf der dritten Unterebene der alten Zwingfeste von Torval und suchen immer noch nach einem Aufgang und Ausgang. Vielleicht hier? Ich weiß, dass es irgendwo was gab, wo man in einem Laden in Torval rauskam. Das war zumindest im Originalspiel so. Oh, ein großer Raum. Ah, komm, geht rein. Was? Kein Kampf? Ehrlich nicht? Das soll ich glauben. Hier liegt ein Ring am Boden. Wollt ihr ihn mitnehmen? Oh, ein Ring? Ist der vielleicht magisch? Na, geht mal zu Gaskorin. Ich muss sowieso einen Odem Arcanum sprechen über all den Kram, den ich hier gefunden habe. Aber das würde ich gerne machen, wenn ich weiß, wie ich nach oben komme. Vorher sind mir meine Astralpunkte zu wertvoll. Wer weiß, welcher Lindwurm hier noch wartet. Vielleicht sogar hinter dieser Tür. Sie geht auf. Dies scheint ein ehemaliger Zufluchtsraum zu sein. Zumindest scheinen die Pritschen und Waffenständer dies nahezulegen. Ehe ihr noch weiter überlegen könnt, lösen sich jedoch aus dem Schatten drei Skelette und greifen euch an. Ist ja gut, Erzähler. Auf in den Kampf. Was sind das für Skelette? Das sind Fernkampfskelette. Ne, zwei Nahkampf- und ein Fernkampfskelett. Myria, du hast noch genug Astralpunkte. Ich würde ja ganz gerne mal mit dir jetzt hier da einen Fulminictus hinbekommen. Okay. Eins näher. Bevor dich das wieder umnietet. Nietest du lieber um. Fulminictus! Aber das wird nichts. Schade. So, ja, von Ascalan. Sie kriegen das natürlich hin, aber sie sind starr vor Angst. Oh, weia. So, Gaskorin. Merit mal ganz schnell da in die Mitte. Aus dem Nichts tauchen plötzlich neue Gegner auf. Okay, ich muss zaubern. Ganz dringend muss ich zaubern. Mit allen Zauberern, die zaubern können, muss ich zaubern. Ja, muss ich. Und wie ich das muss. Aber vorher müsste ich mal drankommen. Sind ja nur Skelette dran. So, Gaskorin. Hier, schießen. Daneben. Adrion. Fulminictus. Fulminictus! Hihihihi. Schön. Einer weniger und jetzt hier nochmal, das wäre schön. Fulminictus! Ja! Manchmal sind Magier eben doch zu was zu gebrauchen, aber ich will sie nicht zu sehr loben. Sonst leisten sie sich gleich wieder den nächsten Lapsus. Ich hoffe, jetzt kommen nicht ständig neue Skelette, aber das glaube ich eigentlich nicht. Oh, Treffer. Gar nicht schlecht. Dringi geht zu dem Skelett, Merit geht zu dem hier. Das bleibt wahrscheinlich, wo es ist und schießt, jawohl. So, ich glaube, das hier ist angekratzt. Dann mal darauf konzentrieren. Adrion hat keine Astralpunkte mehr, also zumindest nicht der Rede wert. Nichts tun. Du schießt. Emion macht irgendwas. Schießt und trifft. Sehr gut. Dringil geht dahin. Und du schießt hier. Und dann würde ich ab hier mal wieder das Spiel hier, also den Kampf, ein bisschen beschleunigen. We'll be right back.
Eieiei, Herr von Askarlan und Imion haben es sich mal wieder nicht nehmen lassen, sich umboxen zu lassen. Ist aber schnell. Nehmt mal hier irgendwas ins Inventar. So, jetzt müsste ich mal zaubern. Heilung. Balsam Salabunde. Auf Adrian. 5 oder 6 oder so. Balsam Salabunde. Okay, das hat gewirkt. Dann hier die 4-blättrigen Einbeeren, von denen ich nicht mehr so unendlich viele habe. 14 Stück. Wo ist nur dieser Aufgang? Es ist nicht zu fassen. So, zu Dringil. Dann einmal kurz ins Lager. Oder nee, muss ich gar nicht, oder? Magie anwenden. Nee, das geht nur im Lager. Also Lager. Talent anwenden. Dringil. Heilkunde Wunden auf Imion. Ja, okay. So, jetzt sind die natürlich platt, die Helden. Ich habe 2 bewusstlose Helden. Das ist schlecht. Wo geht's denn hier noch hoch? Das gibt's doch gar nicht. Über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, diese klamme Höhle zu verlassen? Ja, unbedingt. Es dauert zwar einige Zeit, aber schließlich habt ihr es geschafft. Ihr zieht euch hoch und steht in einem verlassenen Keller. Plötzlich hört ihr Geräusche an der Tür, und noch ehe ihr reagieren könnt, werdet ihr vom grellen Licht einer Laterne geblendet. Aha, wen haben wir denn hier? Grottenschrate wohl. Gurtag, Sohn des Gardosch mein Name. Kommt mal raus, damit ich euch ansehen kann. Im Lauf der nächsten Stunden nehmt ihr einige zwergische Biere zu euch und die Stimmung wird immer entspannter. Es stellt sich heraus, dass Gurtag ein Bekannter von Meister Dramosch ist und ihr somit keine Anzeige wegen Einbruchs befürchten müsst. Anschließend führt euch der nette Zwerg hinaus auf die Straßen Torwals. Ach, da ist endlich dieser Zugang zu diesem Laden. Schön, 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 schön. Karte, ja, sehr gut. Gurtag, Sohn des irgendwas. Ach, hier, das ist das Haus. Interessant. Ja, dann ist Adrian und Imion, die sind beide immer noch bewusstlos. Also schnell mal irgendwo einkehren. Zum Beispiel hier, goldener Aal. War ich da schon mal? Weiß ich gar nicht, kann sein. Auf jeden Fall hat dieses Haus jetzt Kundschaft. Und zwar erstmal, damit die zur Besinnung kommen. Einzelzimmer. So, dann erstmal schlafen. Schlafen, jawohl. 4 Stunden. So. Hier sind sie wieder da. Dann würde ich mal gerne schauen, ob ich irgendwas Magisches dabei hatte. Auf dem Esel habe ich noch einen Speer und 4 Fackeln. Mehr habe ich hier nicht, jawohl. Dann bitte einmal raus auf die Straße. Magie, Gaskurin, Hellsicht, Odem Arcanum. Odem Arcanum. Versuch Nummer 2. Odem Arcanum. Nummer 3. Odem Arcanum. Nummer 4. Odem Arcanum. Nummer 5. Odem Arcanum. Es wird lächerlich. Nummer 6. Odem Arcanum. Ah, hier, der Ring ist magisch. Sehr interessant. Okay. Was der Ring kann, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass er magisch ist. Jetzt würde ich ganz gern mal ein paar Sachen verkaufen. Es ist ja der Markt hier gar nicht weit.
Merit. Dein Schwert ist doch bestimmt angekratzt, oder? Gut. 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 Wo ist denn hier der nächste Schmied? Ich würde gerne mal schauen, ob ich Merits Schwert reparieren kann. Und wenn ja, dann austauschen gegen eines der anderen Schwerter. Die sind ja alle gleich, glaube ich. Reparieren. Ich kann nur den Rapier von Dringil reparieren lassen. Oder? Und auch nicht die zerbrochenen Dietriche. Ach, schade. Na gut. Ja, ich will doch hier raus. Lass mich raus. So, danke. Dann weiß ich ja, dass ich alles verkaufen kann, was ich so habe an Schwertern und Kram. Und das kriegst alles mal du hier. Also, ich habe Dringils kaputte Dietriche. Die können offensichtlich weg. Das heißt aber auch, dass ich mir neue Dietriche kaufen muss. Ich habe immer gern ein paar in Reserve. Merit hat ein Schwert in der Hand. Ein Schwert sollte ich behalten. Das ist das erste hier. Alle weiteren Schwerter, die ich jetzt finde, können weg. Die vier Fackeln können weg. Der Speer kann weg. Und die übrigen Schwerter genauso. Es lohnt sich weniger, als ich gehofft hatte. Ach ja, ich habe noch eine Kettenhemdrüstung. Die kann auch weg, richtig? Und das Kurzschwert kann auch weg und die Hacke, die ich noch habe. Dann verkaufe ich lieber eine Schaufel aus dem Esel. Erstmal so. 16 Dukaten Waren verkaufen. Ein bisschen Handel wäre schön. Oh Mann. Immerhin 16 Dukaten. Das ist das Geld, was ich gleich wieder ausgeben kann für einmal Dietriche, nicht Dukaten, Dietriche, oh Mann. Heute habe ich es nicht so leicht mit meinen Worten. So, hier, zack. Dann habe ich gesagt, eine Schaufel will ich verkaufen, die eine Hacke behalte ich. Seil, brauche ich nochmal jemals so viel Seil, ich weiß es nicht. Brauche ich Pfeile? Ja, könnte sein. 25 Pfeile einmal rausnehmen. Brauche ich Steine ganz bestimmt? Ja, locker. Hier mal 25. 25. Ich weiß, ich habe unten noch die ganze Hütte voller Waffen in dieser einen Truhe. Aber die muss ich auch erstmal holen. Du hast noch? Du brauchst. Seil weg. Kann ich noch was einlagern? Ja, so eine Schaufel. Ach nee, die will ich ja verkaufen, richtig. Hier, die Haken können, glaube ich, auch weg im Moment. Hallo? Zack. 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 So. Du kommst dahin. Ja, Micromanagement ist wieder mal gerade ein bisschen langweilig. Der Schild kommt zu Merit. Das Seil. Ach, brauche ich so viel Seil? 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm, das kann auch einmal weg. Wird ja wohl reichen. So, die Strickleiter kann auch weg. Ansonsten sieht es jetzt relativ gut aus. Genau. Hier nochmal gerade was verkaufen. Was wollte ich verkaufen? Eine Schaufel und eine Hacke. Da. Schaufel und Hacke. Wo sind die Hacke? Ach nee, ich wollte die Schaufel verkaufen und ein Seil. So rum war's. Oh Mann. Weg. 5 Silber. Ja, komm. Weg. Zack. Herr von Ascalan, was sagt denn hier das da, das Vermögen? 52 Dukaten. So viel. Erstaunlich. Okay, also nochmal nachschauen. Du hast... Der ist... in Ordnung, richtig? Unversehrt. Der ist abgewetzt. Okay. Du hast genug. Ah ja, hier. Adrian ist, glaube ich, der Mann für Odem Arcanum. Nee, Analyse Arkanstruktur. Du hast Pfeile, du hast
ein Schwert, das ist unversehrt. Der Schild, der würde mich mal noch interessieren. Ach komm, nimm einfach den neuen Schild in die Hand. So. Dann kann ich noch den Schild verkaufen. Ja. Schild verkaufen. Also verkaufen, Schild. Den da. 7 Silberstücke. Oh, okay. Ach Mensch. Verlangt doch etwas weniger. Eieiei, so, und nach dieser Aktion ist das Video jetzt zu Ende und im nächsten Teil schauen wir uns mal an, was dieser magische Ring eigentlich kann. Ich hoffe, dass Herr von Askalan sich nicht blamiert, aber er hat gar keine Astralpunkte, sehe ich gerade. Aber das sind Sorgen von morgen, das Video ist zu Ende und weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin!